Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Freunde, ich habe mich sehr auf diesen Song gefreut, denn wir haben jetzt von Luciano einen neuen Track. Und wenn es einen Menschen auf diesem Planeten geben sollte, ja, mit dem ich jetzt per Knopfdruck ein Kind zeugen könnte, es wäre Luciano mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, woran ich sag's, wie es ist. Ich habe tatsächlich auch von seiner Marke, Number of People, den Hoodie gerade an. Ich werde sehr oft danach gefragt, quasi unter jedem Video, wo ich den trage. Der ist leider ausverkauft, das war ein Limited Drop. Digga, ihr könnt auf eBay mal gucken, so. Aber ich fühle den zu 100%, Mann. Der hat einen sehr, 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 sehr nice Fit. Ich trage ihn in L und da er ist da sehr oversized geschnitten, so. Bisschen baggy. Deswegen, ich fühle den sehr. Schaut euch deswegen an, Luciano, Freunde. Seid am nächsten Drop dabei und kauft vielleicht ein, zwei mehr direkt. Weil, Digga, die waren sehr, sehr schnell weg. Ich hatte gerade noch so einen bekommen. Anyways, Freunde, wir hören rein. Das Ding ist von DJ Yeezy. So wie ich das mitbekommen habe, war das sein Debüt? Ich weiß nicht, ich habe irgendwas mitbekommen, aber es kann doch nicht der erste Track. Es ist nicht der erste Track, oder? Ist es der erste Track, Bro? Ich bin leider nicht so im Game drin. Ich habe das nur bei Lucio und so in den Insta-Stories so kind of mitverfolgt, aber auch nicht ganz. Keine Ahnung, auf jeden Fall schaut das an den Typen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der hat hier, so wie ich das mitbekommen habe, den Beat gemacht. Und der Rest, Luciano, Reezy und Kalim sind alles bekannte Namen, obviously. Birkenbag. Ey, ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich, weil ich nicht weiß, in welche Soundrichtung es geht. Das Video ist, produziert das Ganze bei DJ Yeezy und U-Boy. Und das Video ist von ALYH 2021. Sagt mir auch gar nichts, Mann. Aber irgendein Ali. Aber Shoutouts, wir hören rein, Mann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lasst Liebe da, Freunde, ja. Gönnt auch dem Channel von DJ Yeezy auch nochmal einen Sub direkt und noch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Link zum Original in der Beschreibung. Wir hören rein. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Ich bin ehrlich so, Freunde, mit euch, ja. Okay. Luciano, Reezy, Kalim. Was auch eine kranke Kombi, wenn man drüber nachdenkt, Mann. Okay. Freunde, ASMR, da sehe ich mich direkt, da sehe ich mich. Birkenbag, Bitch, du bist gefährlich. Dein Booty dick, Kurven slim, ich bin nur ehrlich. Ich weiß nicht, was es ist, Freunde. Nennt mich weird, ich bin komisch und sehr weird in einigen Sachen, I know. Aber Close-Ups von Lippen, da sehe ich mich. Müssen nicht mal weibliche Lippen sein, einfach Close-Ups von Lippen. Reezy, Alter. Reezy hat auch schöne Lippen, Mann. Schöner Mann auch einfach. Ehrlich, dein Booty dick, Kurven slim, ich bin nur ehrlich. Birkenbag, Bitch, du bist gefährlich. Oh, Digga, wenn man das im Auto hört oder auf einer dicken Anlage. Dein Booty dick, Kurven slim, ich bin nur ehrlich. Pretty. Oh, ey, auch sowas, das mag ich, Mann. Ich bin fucking weird, Mann, aber ich mag so solche Geräusche. Ehrlich, dein Booty dick, Kurven slim, ich bin nur ehrlich. Pretty, bad, pretty, bad, pretty, ja, ja, pretty. Oh, gute Pause. Pretty, bad, pretty, ja, ja. Für eine Flasche zahle ich 2K. Wir fahren rum in einem Mais. Das ist ein Song für Reezy einfach. Der Song ist für Reezy. Eine Uhr ist ein Schweizer. Ich sehe, wie sie mich sniper. Sitzen Rolls Royce Ghost. Sehe zu viele Geister. Halluzination wie Fight Club. Pussy, du bist nur ein Neider. Ich bin ganz ehrlich, ich find's kind of nice, dass man gerade nicht so diese normalen Musikvideos machen kann. Mit tausenden Menschen auf großen Flächen draußen und bla. Weil dadurch die Videos viel kreativer werden irgendwie. Wie es gerade geschnitten ist hier mit den Girls, wie sie ihre Beine umschlagen und die Handtaschen. Ich habe das Gefühl, die Videos werden kreativer durch diese aktuelle Situation. Ich mag das irgendwie. Weil wir neue Ansätze mal haben. Zu viele Geister, Halluzination wie Fight Club. Pussy, du bist nur ein Neider. Ich flex mit Patron, ich super auf X. Nice, Mann. Okay, ich glaube echt, wenn man das auf einer dicken Anlage hört, wird's übernice. Sie wollen mit drohen mit ihren Cousins. Es ist okay, okay. Jeezy holt mich ab im BAMG. Ich super rosa rosé. Bye, bye. Sage der Leber Ade. Ade. Hey, Bruder. Ja. Birkenbag, Bitch. Du bist gefährlich. Dein Booty dick. Wirklich guter Beat. Ich bin nur ehrlich. Ja, ey. Birkenbag, Bitch. Ja, ey. Du bist gefährlich. Dein Booty dick. Kurven slim. Ich bin nur ehrlich. Pretty bad, pretty bad, pretty. Ja, ja, pretty. Boah, ey, wenn ich die Adlibs schon höre, Freunde. Da kommt Liebe auf. Da kommt einfach Liebe auf. Bad, pretty bad, pretty. Ja, ja. Birkenbag, auf für bad, baby. Yeah, yeah, yeah. Ich sehe mich jetzt schon im Auto sitzen und dieses Yeah wieder machen. Ich sehe mich schon, Freunde, ich sehe mich. Das ist, bei XXL ist es ganz schlimm. Ich kann XXL nicht hören, ohne dieses Yeah von Luciano zu machen. Ich sag's, wie es ist. Baby, yeah, yeah, yeah. Kopf in mein Eis, du aus dem Fly, wish. Yeah, yeah, yeah.
Ey, wie nice dieses Zungenschnalzen in diesen Song, in diesen Beat eingebaut ist. Came back, off a bad, baby. Yeah, yeah, yeah. Kopf in my eyes, die aus dem Fly, wish. Yeah, yeah, yeah. Gerade, shaken, sie will noch, bah. Sip in my bed. Schuh, bau. Es braucht nicht mehr, um mich glücklich zu machen. Yeah, yeah. Gerade, shaken, sie will noch, bah. Sip in my belly, bump in the booth and the chick on my handy. Oh. Ich habe auf das Grrrbau gewartet. Hier Big Babo kommt Trackmon Cherry. Sauce und ich kipp Don Perry. Guck so fly, der Sweet aus Kelly. Aber wisst ihr, was ich meine? So, die Musikvideos sind kreativer geworden irgendwie. Auch das hier ist gut geschnitten. Yeah, yeah. Icy, guck mein Dress so pricey. Mm. Flossy, guck mein Wrist so icy. Zahn mit der Amex, trap it für Maybach und Patex. Tragen und Trap House, kein Palm Angels vom Tapex. Oh, guter Einstieg, Mann, dieser abrupte Einstieg. Guck mein Dress so pricey. Flossy. Guck mein Wrist so icy. Zahn mit der Amex, trap it für Maybach und Patex. Tragen und Trap House, kein Palm Angels vom Tapex. Digga, meine Bitch kommt straight aus Maghreb. Ich trinke Handy wie Fiji Water, Diamonds blenden, sogar Stevie Wonder. Ich lieg am Strand im Winter und fahre Ski im Sommer. Sag ey, kann jemand einen so guten Flow hier? Diamonds blenden, sogar Stevie Wonder. Ich lieg am Strand im Winter und fahre Ski im Sommer. Sag Eliant, ich brauch eine Chain, ich zahle den Peach in Dollar. Trinke nur Makatusin und Walker. This beef, wie klappert dein Blocker. Chill mit einer Baddy im Waldorf Astoria, Berlin. Ich würde aber trotzdem sagen, durch mein persönlicher Geschmack jetzt nur, finde ich die Parts von Luciano, ich würde sagen Luciano am besten, dann Reezy, dann Kalim. Aber weil ich auch einfach mit Luciano mehrere Kinder gerne adoptieren oder zeugen würde, ist mir völlig egal, was ihm lieber ist. Und Reezy, ich bin auch ein kleiner Fan von Reezy geworden in dieser Zeit, muss ich sagen. Von Kalim habe ich zu wenig gehört und das auf diesen Beat, er kommt sehr, sehr gut drauf, er float sehr gut. Aber ich hätte mir vielleicht auch noch so diese Art von Luciano oder Reezy gewünscht, einmal jetzt in diesem Part im letzten. Aber trotzdem, sehr, sehr nice, Mann. Sehr, sehr nice bis jetzt. Sind sogar die Bitches hier auf Teledin. Ja, 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 ja. Birkenback, Bitch, du bist gefährlich. Dein Booty. Oh, wirklich ein guter Beat, man. Shoutout an DJ Jeezy. Damn, auch manchmal wünsche ich mir echt, ich würde so Reactions mit so einer dicken Anlage machen. Manchmal wünsche ich mir das. Dick, Kurven slim, ich bin nur ehrlich. Birkenback, Bitch, Birkenback. Du bist gefährlich. Dein Booty dick, Kurven slim, ich bin nur ehrlich. Pretty, bad, pretty, bad, pretty. Ja, ja, pretty. Ey, auch Poster, Freunde, wartet. Das auch Poster, Luciano, Fanboy-Poster, aber, Freunde, wir müssen ganz kurz hier auch die Poster-Sachen ehren. Auf jeden Fall Shoutouts an Reezy an dieser Stelle für diesen Dance-Move. Ja, ja, pretty. Ey, das ist ein Poster, Freunde. Pretty, bad, pretty, bad, pretty. Ja, ja. Ey, man sieht aber, die hatten auf jeden Fall Spaß. Man, Shoutouts an Pikachu, die hatten auf jeden Fall Spaß beim Dreh. Das finde ich das Geilste, weil wenn man sieht, die hatten wirklich Bock und hatten eine gute Zeit und waren am Rumdancen, so. Keine Ahnung, Mann, dann fühle ich das mehr. Ja, yeah, pretty, bad, pretty, bad, pretty, ja, yeah, ja. Yeah. Ey, DJ Jeezy, ich sag's dir, wie es ist, wenn du mal wieder jemanden brauchst, der dir irgendwelche Sachen mit dem Mund in deinen Beat einbaut, ja? Ich kann einiges anstellen mit meinem Mund, wollte ich gerade sagen. Das hört sich slightly weird an, Freunde, ich sag's, wie es ist. Aber ruf mich an, ich schnall's mit meiner Zunge, wie du willst, Bro. Oh, 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 okay, das Ende holt mich ab. Wie meine Mom früher vom Kindergarten. Oh. Oh. Guter Song, Alter, damn. Ich bin ganz ehrlich, wie gesagt, der Part von Kalim hat für mich nicht zu 100% reingepasst von der Machart. Da hätte ich mir gerne noch sowas in der Art wie von Lucio oder von Reezy gewünscht. Aber trotzdem hat es den Song jetzt dadurch nicht unhörbar gemacht. Das ist immer noch ein Song, der instant in die Playlist kommt, den ich im Auto zu 100% fühlen würde und den ich, keine Ahnung, einfach mit dem werde ich kuscheln mit dem Song ein bisschen. Ich sag's, wie es ist, Freunde. Nice, Mann. Damn, also wie gesagt, das war das erste Ding jetzt, glaube ich, von DJ Jeezy, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber das war echt nice, Mann. Ich meine, wenn du Luciano, Reezy und Kalim hast, kann auch relativ wenig schief laufen, sage ich mal. Aber trotzdem, guter Beat. Ich fand die Idee mit dem Zungenschnalzen in dem Beat sehr, sehr nice. Das Musikvideo war auch schön. Wie gesagt, ich mag es gerne gerade, dass Leute kreativer werden, dass mehr auf Schnitt wieder geachtet wird und mehr auf andere Kleinigkeiten geachtet wird. Und nicht nur auf die fetteste Location mit 1000 Leuten so.
Das gefällt mir irgendwie, keine Ahnung. Ich fand's nice. Gute Hook von Reezy, super guter Part von Lucio. Man braucht nicht drüber reden, dass das jetzt hier textlich kein Meisterwerk ist, aber darum geht's bei solchen Songs auch gar nicht, finde ich. Die haben einen guten Vibe, die hören sich gut an und die kann man einfach sich gut geben, so. Trotzdem noch ein recht stabiler Part von Kalim. Vielleicht minimal Fehlerplatz in diesem Song für mich, aber Digga, das ist nur meine eigene Meinung, so. Ich fand ihn trotzdem sehr, sehr nice. Shoutouts gehen raus, Freunde, lasst mir eure Meinung gerne dazu da. Ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und